Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen über das Thema nachdenken. Nein. Hier ist Kira van de Kamp wieder mit meinen Küchenweisheiten, aber lass dich nicht irritieren, ganz so weise bin ich gar nicht oder du darfst das selber entscheiden. Ich melde mich ab und zu mal aus meiner Küche und berichte über Themen, die mich interessieren, Themen, die mich beschäftigen. Und heute habe ich das Thema, was heißt denn das eigentlich, spirituell zu sein? Und das hat mich einfach im Moment in letzter Zeit sehr beschäftigt, in der Phase, wo ich sagen würde, hatte ich immer wieder das Gefühl, ich bin in einer spirituellen Krise. Und ich schreibe morgens Tagebuch und da hat mich das jetzt auch beschäftigt. Da habe ich für mich einfach mal so aufgeschrieben, was heißt denn das eigentlich, wenn du manchmal sagst, ich bin ein spiritueller Mensch? Ja. Oder ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass ich Single bin und offen bin für eine neue Partnerschaft. Wenn ich mir überlege, ich will einen spirituellen Partner, was heißt denn das eigentlich? Neulich habe ich zu meiner Freundin gesagt, oh Gott, die aus den spirituellen Kreisen, das sind die Schlimmsten. Also eben, was heißt denn das überhaupt, wenn ich das sage? Und ich habe dem der Verlockung widerstanden, zu googeln, was denn andere Leute als spirituell bezeichnen. Also ich teile einfach meine Gedanken, meine Meinung mit dir. Und das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist nur eine Momentaufnahme aus meinem Kopf, aus meinen Gedanken und Gefühlen dazu. Also was für mich einfach wichtig war in diesen Überlegungen, ist nochmal wirklich zu spüren, spirituell zu sein ist nichts, was im Außen stattfindet. Das zeigt sich nicht darüber, ob ich Räucherstäbchen verbrenne, ob ich Om-Symbol, Ohrringe trage, Chakrenanhänger, Gott weiß, was für Devotionalien um mich rum habe. Das hat damit nichts zu tun. Es hat nicht mal damit zu tun, ob ich auf irgendwelche spirituellen Seminare gehe, ob ich Yoga mache oder sowas oder Mantren rezitiere. Das kann alles eine Folge davon sein oder auch meditiere. Ja. Das kann eine Folge davon sein, das kann eine Entscheidung sein, die ich treffe. Das kann für mich zu einer spirituellen Praxis werden, aber ich kann genauso all diese Dinge auch tun und sie sind völlig leer und ohne Inhalt. Also das Tun alleine sagt noch überhaupt nichts aus darüber. Für mich hat Spiritualität oder spirituell sein was damit zu tun, dass ich mich in einem Kontext von was Größerem sehe, dass ich weiß, spüre, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als ich, eine Schöpferkraft, wie auch immer ich die benenne. Und ich habe verschiedene Namen dafür. In unterschiedlichen Situationen benenne ich die unterschiedlich oder in unterschiedlichen Phasen meines Lebens auch. Manchmal ist es die Quelle allen Lebens, manchmal war es die Göttin, manchmal ist es Gott gewesen, manchmal ist es der große Geist, manchmal sage ich Sacred Ones, heilige Kräfte. Das ist ganz unterschiedlich, wie ich mich gerade fühle und wie gerade mein Zugang ist. Aber es ist für mich ein Angebundensein an die Quelle, an eine höhere Kraft und mich da verbunden, angeschlossen zu fühlen, eigentlich als Teil davon. Wenn ich wirklich verbunden bin, fühle ich mich nicht getrennt davon, dann bin ich eins damit. Ich falle da auch immer wieder raus. Das ist nicht so, dass das ein ständiger Zustand ist, aber das ist für mich so ein Kern davon, dass ich auch das für mich sehe, als ich bin mit allem verbunden und alles, was ich tue, hat auf alles einen Einfluss und alles, was geschieht, hat auf mich einen Einfluss. Ich grenze mich genügend davon ab und alles, was passiert in meinem Leben, ist ein Spiegel für mich. Es hat für mich damit zu tun, zu reflektieren und das Leben und die Dinge, die da passieren, persönlich zu nehmen. Nicht im Sinne von, dass ich beleidigt bin, wenn irgendwas schief geht, aber dass ich das durchaus auf mich beziehe. Wenn ich dafür offen bin, dass das Universum, das Leben mir Zeichen bringt, dann kommen ständig Zeichen, die was für mich bedeuten. Das ist aber ganz individuell. Das hat für mich auch mit meiner Spiritualität zu tun. Es hat für mich auch damit zu tun, verschiedene Ebenen von Realität als wahr anzusehen. Dass es nicht nur das gibt, was ich physisch anfassen kann, sondern da gibt es immer noch was dahinter und vielleicht noch mal, vielleicht sogar noch mal dahinter, dass es verschiedene Realitätsebenen gleichzeitig gibt. Für mich persönlich, nicht für jeden, hat es auch damit zu tun, dass es mehrere Leben gibt und dass ich schon viele Leben gelebt habe. Und das ist für mich kein Glaube. Manche fragen Leute, glaubst du an Reinkarnation? Nein, ich glaube da nicht dran. Ich weiß das. Das ist für mich ein Wissen, weil ich so viele Erlebnisse damit hatte und Wahrnehmungen damit hatte, dass es für mich keine Frage des Glaubens ist, sondern des Wissens. Aber das gehört für
für mich zu meinem spirituellen Verständnis hinzu. Damit hat es auch zu tun, dass ich grundsätzlich in den Prozess des Lebens vertraue und es die Überzeugung habe, dass alles, was passiert, einen Sinn und einen Grund hat. Das heißt noch lange nicht, dass ich den Grund sehe mit meinem kleinen Selbst. Manchmal gelingt es mir, wenn ich den Schritt rausnehme aus dieser Inkarnation, aus diesem Körper, aus meinem kleinen Selbst, auf eine Metaebene oder noch viel weiter und das im Kontext von vielen Leben sehe und sehe, ah ja, ich habe mir das ausgesucht. Auch wenn ich manchmal denke, warum nur? Ja, warum wollte ich das lernen? Ja. Und warum auf diese Art und Weise hilft mir das persönlich immer wieder, Dinge zu verstehen oder Mitgefühl zu haben für Dinge, die sonst für mich schwer verständlich sind. Und ja, es gibt immer wieder Begebenheiten, wo das nicht leicht ist. Das ist für mich ein Zugang, der mir hilft, da wieder weicher zu werden und auch zu verzeihen, mir selber und anderen gegenüber. Das hat auch damit zu tun, nicht die Schuld eben im Außen zu suchen und kommt das englische Wort to blame, ja, die Schuld zu suchen, sondern immer wieder, manchmal tue ich das natürlich, gerade auch wenn ich wütend bin oder irgendwas, aber dann immer wieder so die Aufmerksamkeit zu mir zu nehmen, zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Ja. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Dinge persönlich zu nehmen, die Leute, die als Tyrannen manchmal auftauchen in meinem Leben, nicht nur natürlich, aber das gibt es durchaus immer wieder auch. Ja. Sachen, die mich aufregen, Sachen, die mir passieren oder eben nicht passieren, ja, die ich gerne will, aber es nicht erreiche. Und da immer wieder drüber zu reflektieren. Es hat für mich auch damit zu tun, ein Beitrag, ein guter Beitrag sein zu wollen für das große Ganze. Mich im Zusammenhang vom ganzen Kontext des Lebens zu sehen und das Bestreben zu haben, dass mein Leben, nicht jeder kleine Moment, manchmal mache ich einfach nur Blödsinn, aber dass es einen grundsätzlichen Strom gibt in meinem Leben, der ein Beitrag sein will für das Leben und für das Licht auf diesem Planeten. Und wenn es einen Feind gibt, wenn wir das so benennen wollen, oder einen Gegner, dann ist der innen und nicht außen. Ja, das heißt nicht, dass alles, was da außen passiert, gut ist, aber wenn ich das mal Feind benennen will, ist der als erstes, den ich angehen will, wenn ich auch davon spreche, manchmal vielleicht eine Lichtkriegerin zu sein, oder das sagen manche Leute, Krieger des Lichts zu sein, dann geht es darum, die inneren Feinde zu besiegen und nicht irgendwie kriegerisch im Außen zu sein, sondern das kennst du sicher. Das Schlimmste ist immer zum Beispiel der innere Dialog, ja, das, wo wir uns selber schlecht machen. Das kann niemand anders so gut wie wir selber. Ja. Es begegnet uns dann nur im Außen gern auch schon mal. Aber das ist auch sowas, was für mich da ganz wichtig ist. Es hat auch zu tun mit der Bereitschaft, wachsen zu wollen, mich entwickeln zu wollen in diesem Leben. Und das finde ich immer eine tricky Sache, weil das taucht auf vielen spirituellen Wegen auch auf, dieses Streben nach Erleuchtung, sowas. Und das war für mich auch mal eine Zeit lang, war das so, boah, ich will in diesem Leben erleuchtet werden, ja. Und dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich denke, es reicht schon, wenn ich einfach mal im Moment ankomme und da ein bisschen bleiben kann. Aber das ist ja schon fast erleuchtet, wenn ich da auch ein bisschen bleiben kann. Na, was ich tricky finde, ist, dass das eine sehr feine Gratwanderung ist zwischen irgendwo hinzuwollen und gleichzeitig genau das zu akzeptieren, wo ich gerade bin. Mich anzunehmen mit dem, wer ich bin, wie ich bin, wo ich gerade stehe in meinem Leben, mit meiner ganzen Nicht-Perfektheit und gleichzeitig etwas anzustreben, einen Zustand, wo ich hin möchte. Und das ist ja eine diffizile Balance, weil wenn ich nur dahin strebe, wo ich hin will, dann ist es schwer, das zu akzeptieren, wo ich gerade bin. Aber das ist wie auch so eine, auf eine Art wie ein Koan. Das scheint sich so auszuschließen, aber eigentlich gehört es zusammen. Voll anzunehmen, wo ich gerade bin, wer ich bin, wie ich bin mit meinen Unzulänglichkeiten und trotzdem Bestreben zu haben, zu wachsen und mich zu entwickeln. Und in Anführungszeichen ein besserer Mensch zu werden, ohne zu denken, ich bin jetzt schlecht. Das finde ich ein wichtiges Thema noch.
Es hat für mich viel damit zu tun, dass es nicht um so sehr um das Was geht in meinem Leben, das was ich tue, sondern mehr um das Wie, um die Haltung dahinter, um mehr um das Sein als um das Tun. Im Englischen ist immer so schön dieses Wortspiel, wir sind Human Beings, nicht Human Doings. Es geht mehr um das Sein als um das Tun. Das war mir auch in der Erziehung meiner Tochter immer wichtig. Ich hoffe, dass ich das irgendwie transportieren konnte, dass wann immer ich einen Kritikpunkt hatte, es mir nicht darum ging zu sagen, du bist nicht okay, sondern das, was du gerade getan hast oder gerade tust, finde ich nicht okay. Da habe ich ein Problem mit. Aber nie das Sein an sich, dieses in dem Fall meines Kindes oder eines anderen Menschen in Frage zu stellen. Das gelingt mir auch nicht immer. Manchmal tue ich das auch. Ja. Aber das ist so mein Bestreben auch, da nicht einen Menschen in seinem Sein zu kritisieren, sondern wenn, dann in seiner Handlung oder das, was er tut, womit ich gerade nicht gut sein kann, ja, wo ich ein Problem mit habe. Und auch für mich ein Bewusstsein zu entwickeln für mein Tun und mein Nicht-Tun und da die Verantwortung für zu übernehmen, dass ich die nicht abgeben kann. Da ist niemand anders für verantwortlich, was in meinem Leben passiert, sondern ich. Und da gibt es natürlich immer ganz viele Abers, wo man sagen kann, aber wir hängen von dem und dem und dem ab und sind wir nicht alle Opfer von dem und dem Strukturen. Es bringt dich aber überhaupt nicht weiter. Du hast dir dieses Leben gewählt, du hast dir diesen Körper gewählt, du hast dir diese Umstände gewählt, weil du, oder ich spreche mal von mir, ich habe mir diesen Körper gewählt, diese Umstände, diese Eltern und all das, davon gehe ich aus. Das ist meine Überzeugung. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich das, was ich für diese Inkarnation lernen will, dort am besten lernen kann. Und das hat oft auch damit zu tun, dass uns Dinge, Lektionen begegnen, die unangenehm sind. Und wenn das alles nur easy peasy wäre, würden wir nicht so viel lernen. Dann würden wir auf der faulen Haut sitzen und das alles nur genießen. Wäre auch schön, würde ich mir auch manchmal wünschen. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir uns unsere Umstände aussuchen. Das heißt, auch die Kinder, die zu dir kommen, suchen sich dich aus als Elternteil, weil wir da was lernen wollen. Und auch das hilft mir immer wieder, wenn es Momente der Verzweiflung gibt, wo ich denke, wieso? Zu sehen auf einer höheren Ebene, die mir vielleicht gerade nicht so bewusst ist, habe ich mir das gewählt. Und versuche daran zu wachsen. Manchmal gelingt mir das. Ich glaube, ich war schon immer eine Sucherin. Es hat mich schon sehr, sehr früh hat mich, glaube ich, die spirituelle Suche begleitet. Manchmal bin ich eine Finderin, manchmal suche ich auch die Stecknadel im Heuhaufen. Aber es hat mich schon in meiner Kindheit beschäftigt, große Fragen zu stellen, über große Themen nachzudenken. Und ich habe das am Anfang mal gesagt, wenn ich meine, dass ich einen spirituellen Partner wünsche auch, dann hat das gar nicht damit zu tun, ob der jetzt meditiert, einen Yoga macht oder irgendwelche Dinge im Außen macht, sondern dass ich jemanden brauche, mit dem ich über meine Gedanken, über tiefe Dinge reden kann und mich austauschen kann und für den es hinter der sichtbaren Welt noch mehr gibt. Und ja, da einfach eine Basis zu haben, wo man darüber reden kann. Und da wir so am Anfang des Jahres stehen gerade, da ist auch immer so dieses Ziele setzen und beabsichtigen. Und auch das finde ich immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen mich zu akzeptieren, wie ich bin, mit all den Fehlern und dem eine Absicht zu setzen, wo ich hin will. Und mir gefällt es viel besser zu sagen, ich setze mir eine Absicht, als ich setze mir ein Ziel. Das bringt oft schon gleich die Enttäuschung mit sich, es sei denn, man ist super im Ziel erreichen. Ich bin das nicht. Ich mache das eher so, dass ich mir überlege, in welchem Zustand, wie möchte ich mich fühlen in diesem nächsten Jahr und das so als Absicht zu nehmen und das in mein Leben, in meine Welt zu tragen. So viel heute zu meinen Gedanken zu, was heißt es denn eigentlich, spirituell zu sein? Und ich freue mich, wenn du Gedanken dazu hast und die mit mir teilen magst, vielleicht in den Kommentaren, freue ich mich, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen, spirituellen oder nicht spirituellen Tag.